Monsieur Top, es tut mir leid, aber das wird nicht gehen. Sie haben gesagt, ich soll Reformen machen. Ja, ein bisschen sparen, ne? Ja, ja, aber das, no, das ist ein Scheißspiel. Was, warum? Das ist doch nur eine faule Ausrede, oder? Nein, nein, ist es nicht. Weil, gucken Sie mal, diese Länder, Irland, Portugal und Griechenland, die sind gezwungen worden zu sparen. Und jetzt haben die so viel Schulden wie noch nie zuvor. Können Sie mir das bitte erklären? Na, selbstverständlich. Herr von Wagner, würden Sie vielleicht... Also, ich erkläre Ihnen das mal. Sie stellen sich jetzt hier hin, Sie sind jetzt mal ein Staat. Welcher Staat wollen Sie sein? Monaco. Wollen Sie jetzt mitspielen oder nicht? Sie sind, nein, nein, Sie sind ein hochverschuldeter Staat. Sagen wir mal, Sie sind Italien. Ja, warum bin ich? Gut. Und was bin ich? Ja, Sie sind Frankreich. Gut, ich probier's. Ja. Und was mache ich? Du machst, was ich dir sage. So, also ich muss Ihnen leider mitteilen, Sie haben eine Menge Schulden bei mir. Ja, ohne nichts und nur das. Schaust du mal, ist das die einzige Geld, das ich überhaupt noch habe? Oh, ja, passen Sie gut drauf auf. Ich sag Ihnen jetzt, wie Sie von diesen Schulden wieder runterkommen. Ah, ohne wie? Sparen. Stupide. Ohne wo? Na, also bei den Ausgaben. Wie sage ich immer, die Kosten sind immer das Teuerste. Leider. Also, Löhne runter, Renten kürzen, Beamte raus und Kürzungen im Gesundheits- und Kulturbereich. Ah, Kultur, Theater, ah, Signore Abdel Karim. Signore Abdel Karim, Sie sind der Theaterbesitzer. Ja. Ja, ich muss Ihnen leider sagen, der Etat ist gekürzt. Endlich! Herr Wecker! Also, ich habe da einen super italienischen Song, den könnte ich jetzt mal singen. Herr Wecker, das Klavier ist gestrichen. Also, ich bin raus. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Habe ich Sie sehr gut gemacht. Sehr gute Arbeit, muss ich sagen. Hey, Pa, was willst du, Herr? Geld. Ja, gearbeitet, ne? Ja. Gibt keine Arbeit. Und jetzt? Ja, Arbeitslosengeld. Gute Arbeit, nur die Hälfte. Ich muss es sparen, ne? Gut gemacht. Gut gemacht. Und, Signore Abdel Karim, ich kriege noch Steuern von Ihnen, ne? Das glaube ich nicht, mein Freund. Was? Das ist ein Verlustbetrieb, keiner kann sich Karten leisten. Was? Kohle her für die Fixkosten. Aber nur etwas weniger, ne? Na, Sie wollten doch sparen. Sag doch auch mal was, François. Liberté, Egalité. Austerität. Ah, sehr gut, gut gelernt. Mama, was soll das? Je mehr ich spare, desto mehr Schulden ich habe. Na, machen Sie sich mal keine Gedanken über Dinge, die Sie nicht verstehen. Machen Sie mehr mit, wie heißt das noch? Disziplin. Ja, machen Sie mehr mit Disziplin. Ja. Ich habe keine Lust mehr, ich mache nicht mehr mit. Halt. Was? Haben Sie nicht was vergessen? Was? Na, Sie haben noch Menge Schulden. Bei mir. Hey, jetzt? Ich habe gar nichts mehr, eh? Hm. Scheiße Spiele. Siehst du, Monsieur Uthoff, das hatte ich von vornherein schon gesagt. Scheißspiel.